Servus YouTube, moin, hallo, herzlich willkommen. Neuer Vlog, was soll ich euch sagen? Heute sind wir in den blau-weißen Farben unterwegs, nicht rot-weiß. Genau, wie ihr vielleicht wisst oder manche von euch wissen, ich bin ja auch Medienbeauftragter bei Kickers Emden, in dem Oberligisten in Niedersachsen. Nicht wundern, ich stehe hier gerade in so einer Hintergasse oder so, weil das hier viel zu windig ist in Emden. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon das sonst mitmacht. Da oben hängt eine ostfriesische Fahne. Sehr schön. Genau, und wir haben heute ein Spiel gegen den Rothenburger SV. Und ich dachte, ich nehme euch da einfach mal mit, weil es könnte vielleicht auch ganz interessant sein für unseren eigenen YouTube-Kanal und unseren Instagram-Kanal und so weiter und so fort. Und für mich sowieso und für meine Cutter ist es super Training. Deswegen nehme ich euch einfach mal mit. Ansonsten würde ich sagen, ja, zeige ich euch gleich das Stadion. Das ist sowas, was ich im Bayern-Vlog auch schon gesagt hatte. In München ist das so geil, da gucken dich zwar auch Leute an, aber da interessiert es dich irgendwie nicht, weil erstens kennst du die nicht, zweitens siehst du die nie wieder und so. Ich habe das gerade eben nochmal drüber nachgedacht. Bin gerade über so eine Brücke gelaufen hier auf dem Weg zum Stadion und du wirst halt direkt angeguckt. So, aber so richtig, du wirst nicht normal angeguckt, sondern du wirst so richtig verurteilt angeguckt. Wisst ihr? Kennt ihr das? Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt komplett der Difference. Komplett different zu München, weil da läufst du rum und irgendwie hat man das Gefühl, zum einen, die kennen das und zum anderen, sorry, es ist mieswindig hier, zum anderen siehst du die ja eh nie wieder, die Leute. Aber wenn du in so einer kleinen Stadt wohnst, wie hier mit 50.000 Einwohnern und irgendwie kennt einen sowieso schon jeder, dann machst du noch sowas, was wenige machen. Also das ist halt, ja, es ist crazy. Auf jeden Fall gucken die alle so aus dem Auto raus, so wäre man so voll der fremde Mensch. Das ist sehr komisch, aber mal gucken, wie es gleich im Stadion wird. Also, ich komme halt wirklich nicht auf meine Haare klar, ne? Das ist crazy. Die sind wieder so diesen Schnuff zu lang geworden. Und seitdem fallen die dann nach dem Duschen wieder wie so ein Stück Scheiße. Also wirklich, das ist, nee, bodenlos. Der Andrang ist natürlich ein bisschen anders als in München, aber auch hier, 1,5 Stunden vor Anpfiff, stehen schon die ersten Leute da. Und immerhin, oder? Ja, wo ich gerade am Stadion vorbeilaufe, beziehungsweise gleich reingehe, kurze Facts. Kickers ist Tabellenführer, relativ souverän, muss ich sagen. Haben noch 2, 3 Nachholspiele, haben aber jetzt schon, ich glaube, 7 oder 9 vor. Und genau, also wenn jetzt alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann können wir am 1. Mai Meister werden. Wir feiern dann den Aufstieg in die Regionalliga Nord. Und ja, sind dann wieder zurück in der 4. Liga. Und da wollen wir gerne hin. Und da kommen wir wahrscheinlich auch hin. Und dafür ist heute halt ein Sieg gegen Rothenburg nicht unwichtig. Aber das mag wohl gut werden, aber das sehen wir später. So, und für jeden, der sich wundert, warum ich zu Fuß bin, das ist nur so 500 Meter weit weg von meinem Zuhause, deswegen kann man da gut zu Fuß hin latschen. Guck mal, da ist das Stadion. Hier sind schon ein paar Leute. Genau, das ist ganz cool. Wir gehen gleich ins Stadion, Chat. Chat, ich sag immer Chat. Fuck. Ja, natürlich. Oh. Ich hilf's auch. Ist es ein Rock oder was? Ja. Ach, laber nicht. Doch. Scheiße, ey. Meine. Sag doch vorher Bescheid, Mann. Nein, nein, nein. Das ist ein Block. Was geht, Mann? Match Day. It's Match Day. Nein. Wir sind im Stadion. Die Heimat, die kleine Heimat. Hier habe ich selber schon gebolzt früher. Und gezockt. Jugendbereich, hochgespielt. Und ja, dann irgendwann kam der Bucki und Schule. Schule war ganz wichtig. Aber wir sind nicht hier, um über mich zu reden, sondern über Kickers.
Eigentlich ist der Verein immer dafür bekannt momentan, dass der Rasen ein bisschen Wasser abkriegt jedes Mal. Also sehr nass, sehr viel Regen in Ostfriesland. Und entsprechend immer sehr schwieriges Geläut. Ich weiß nicht, ob Sie welche von euch gesehen haben, aber wir haben diese Geschichte auf TikTok gehabt, wo so viel geregnet hat, dass wir die Plätze, also die Außenlinien da so hier so hinten alles reinziehen mussten, so 4-5 Meter oder was. Und Mann, da ist eine Drohne, wir werden verfolgt. Genau, da wurden die Linien halt reingezogen von außen nach innen, damit das Spielfeld kleiner ist, weil die Seiten so richtig matschig und eklig waren. Und ja, genau, das ist eigentlich alles. Und das wurde halt eine riesige Schlammschlacht so, mit dem Last-Minute-Sieg von uns gegen den Tabellenführer damals. Ja, super viral gegangen, über 2 Millionen Aufrufe, glaube ich, auf Social Media. Alle Zeitungen wollten irgendwas wissen, alle Elf-Freunde, NDR, alle Radiosender, alles irgendwie. Genau. Und dafür ist der Rasen hier halt leider noch bekannt, aber im Sommer ist damit Schluss, denn dann kriegen wir eine Platzsanierung und dann ist das alles wieder viel, viel besser. So, wir sind langsam fühlt sich das Stadion. Ich habe mir gerade ein Fischbrötchen abgestaubt. So richtig, sieht man das? Ne, der Fokus ist auf meinem Gesicht wahrscheinlich, ne? Jetzt. Fischkadelle mit Remoulade. Und die Mädels aus der Fischtheke waren sehr, sehr nett gerade. Ja, wir sind gerade im Spielertunnel. Ich zeige euch nochmal die andere Seite, weil das Stadion füllt sich langsam und die Mannschaften machen sich schon warm. Das ist das Stadion mit Leuten drauf. Da steht unsere Fankurve, die sich langsam füllt. Und die ersten Trommeln gehen los. Und genau, mal gucken, was wird. So, jetzt kannst du was sagen. Je schneller, desto besser. Haben wir Bock los? Ja! Dann geht's raus! Und holt euch die Punkte, die euch gehören. Niemand anderes. Nur euch gehören die Punkte. Auf geht's, Leute! So, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Inzwischen steht es, ich mache das mal ein bisschen näher ran.
Inzwischen steht es 3-0 für uns. Läuft alles ganz gut mit. Ich kann euch mal kurz zeigen, was hier gerade abgeht. Läuft gerade ein Angriff. Es ist keine gute Partie, aber es reicht einfach. Also waren drei gute Chancen, ein Traumtor dazwischen, das habt ihr sicherlich schon gesehen im Vlog. Also man merkt den Jungs, glaube ich, auch an langsam, dass sie ein bisschen müde werden von den ganzen englischen Wochen zuletzt. Da kann man nicht immer jedes Mal ein Feuerwerk abfeiern. Trotzdem machen sie es echt gut. 3-0, ich glaube, das Ding hier ist durch. Da wird nicht mehr viel passieren. Wir haben jetzt noch ungefähr 25 Minuten zu spielen. Aber da dürfte nicht mehr viel passieren. Ansonsten lasse ich euch mit weiteren 10 alleine. Gerne dem Kickers-Account folgen auf TikTok, auf Instagram, dem Homepagen, Buch abstatten. Ich hau euch jetzt alles unten in die Infobox rein. Und natürlich gerne dem Kanal folgen, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Ob das bei Kickers ist, ob das in München ist oder andere Stadien. Vielleicht gehen wir einfach mal woanders hin, Meppen oder Groningen oder sonst wo. Vielleicht interessiert euch das ja. Und ist ein bisschen anderer Content im Vergleich zu dem normalen Gaming-Content, den wir sonst haben. Jetzt fängt es wieder an zu regnen, ich sehe zu, dass ich mich unterstelle. Ich sage euch schon mal tschüss, wir sehen uns gleich bei den Interviews mit den Spielern wieder, glaube ich. Und So, ich kann euch auch mal zeigen, was wir hier eigentlich machen. Also eigentlich träumen wir so ein bisschen den Social Media Account. Sehen dazu zu, dass wir da die Stories und sowas reinbekommen, dass wir die Tore da reinkriegen. Weil wir auch einen Livestream haben. Der findet da oben in dem Häuschen statt. Wird alles auf YouTube gezeigt. Und auf Instagram versorgen wir unsere, da habt ihr das Tor gesehen von Tobi, unsere Follower halt auch mit den nötigsten Informationen und so weiter und so fort. Eigentlich ganz cool, also gerne abchecken. BSV Kickers auf Instagram, gerne ein Follow da lassen. Knapp vor den 10.000, jetzt kurz vor den 10.000, vielleicht kriegen wir die voll irgendwann, das wäre nice. Ansonsten safe, 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 safe. Oh! Sterbender Schwan. So, 4-0 Sieg, Spitzenreiter. Ich glaube, wir steigen auf. Ich glaube, es sieht jetzt noch besser aus als. Fokus. Ich glaube, es sieht noch besser aus als vorher. Hello! Was geht, was geht? Face-Erkennung geht wieder. Meine Haare sehen komplett scheiße aus. Mal gucken, ob ich die irgendwie fix kriege. Warte, ja, was ist das denn? Oh, denn los? Es ist halt viel zu windig hier in Ostfriesland, ne? Was soll ich euch erzählen? Gut. 4-0 Sieg, souverän runtergespielt. Die Jungs haben, waren sehr effizient. Am Ende hätte es vielleicht auch 5, 6, 7-0 ausgehen können von den Chancen her. Rotenburg war echt erschreckend passiv, sind kaum nach vorne gekommen so. Aber musste trotzdem erstmal ziehen. Die Jungs haben das super gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar coole, konnte euch ein paar coole Einblicke geben in die Kabine drumherum, Stadion, die Mannschaft und so weiter und so fort. Gab auch noch ein paar coole Stimmen von Fans und so zum letzten Vlog. Die haben einfach meinen Vlog gesehen. Das fand ich irgendwo gruselig, aber auch ganz cool. Generell macht die Mediaarbeit bei Kickers einfach riesen Spaß und ich hoffe, das sieht man auch auf den Kanälen.
Und ich dachte mir einfach, nehmen wir das mal mit, weil ihr da, ihr schaut gerne Vlogs und bietet sich dann ja an. Ansonsten, genau, lasst gerne das Follow da, abonniert gerne kostenlos. Wir sind nächste Woche auch wieder regelmäßig live auf Twitch. Den Link blendet euch der Schnitt wahrscheinlich gleich ein. Irgendwo hier rechts von mir oder links von mir. Und genau, ansonsten würde ich sagen, war es das von mir. Ich laufe jetzt noch entspannt nach Hause. Ein paar hundert Meter sind es noch. Und sind wir da. Sonst, ja. Ich habe sehr oft ansonsten gesagt im Abspann, ne? Aber ist egal. Gut, wir sehen uns nächste Woche. Mhm.